Momentan rotzt mein treues Zufallsprogramm wirklich einen Klassiker nach dem anderen raus. Erinnerten wir uns eben noch gemeinsam an eine Trickserie aus unserer Kindheit, steht uns heute ein Serienklassiker aus den Kindertagen des Privatfernsehens ins Haus. Und dann auch noch einer, dessen Hintergrundstory fast genauso schräg ist wie die Serie selbst. Sledgehammer war in der Tat alles andere als die altbewährte 80er-Jahre-Serienkost und kam wie eine Mischung aus Minimax und die nackte Pistole daher. Trotzdem hatte sie ihre ganz eigene, unverwechselbare Handschrift. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, warum die zweite Staffel eigentlich die erste war und die erste beinahe die sechste geworden wäre und warum 4 Riegel aus meiner nagelneuen Riderbox fehlen, dann aufgemerkt, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch einen Serienklassiker mitgebracht, auf den viele Fans schon sehnsüchtig warten. Sledgehammer. Hammer ist Detective bei der Mordkommission von San Francisco und sein Lebensmotto ist, zuerst schießen und dann die Fragen stellen. Was ein Aufkleber mit der Aufschrift I Love Violence, der auf seinem mit Einschusslöchern gespickten Dodge St. Regis prangt, deutlich unterstreicht. Manche würden sagen, er hätte eine Schraube locker, aber wem würden nicht einige Rillen auf der Erbse fehlen, wenn er solch eine bewegende Vita vorzuweisen hätte wie er? In Passaic, New Jersey zur Welt gekommen, zogen seine Eltern Jack und Amanda ihn größtenteils auf Rummelplätzen auf und er war mit einer ehemaligen Schulfreundin verheiratet, was er im Nachhinein als seinen größten Fehler ansieht und dies auch bei jeder passenden Gelegenheit kundtut. Seine ganze Liebe gehört seiner 44er Magnum Modell 629 von Smith & Wesson, die er zärtlich Susie nennt und die er nachts sogar mit ins Bett nimmt oder unter die Dusche. Die einzige andere Frau in seinem Leben stellt seine Partnerin Dori Doro dar, die außerdem der einzige Mensch ist, den er wirklich respektiert und dem er vertraut. Sie ist der vernünftige Teil des Duos, eine Expertin für Computer und sie beherrscht Karate. Spätestens am Ende der allerletzten Folge wird dann auch dem Letzten deutlich, dass sie romantische Gefühle für ihren Partner hegt. Das kann man von seinem Chef, Captain Trunk, nicht behaupten, den Hammers Eskapaden regelmäßig zur Weißglut treiben. Insgeheim wünschte sich der Captain, dass Hammer von einem Bus überfahren, in einen Vulkan fallen oder von Aliens entführt werden würde, denn er macht ihn für seinen viel zu hohen Blutdruck verantwortlich. Doch trotzdem hält er an dem Detective fest, da dessen Aufklärungsquote überragend ist und deckt ihn sogar, wenn er mit seinen fragwürdigen Methoden mal wieder etwas zu weit geht. Aufgrund der relativ kurzen Laufzeit der einzelnen Episoden von etwa 22 Minuten habe ich die Serie eigentlich eher wie so eine Pausenfüller-Serie empfunden. Erst später sind wir beide richtige Fans geworden. Nicht wahr, Heidelinde? Die Idee zu der Serie kam dem Drehbuchautor Alan Spencer bereits im Alter von 16 Jahren. Hallo Spencer! Die Figur lehnte er dabei ganz klar an den Spielfilmcharakter Dirty Harry an. Allerdings weist die spätere Serie auch Fragmente der Serie Mike Hammer auf. An sie erinnert nicht nur Sledgehammers Nachname, sondern auch der Soundtrack, den man vor allem in den ersten Folgen zu Beginn einer jeden Episode hört. Trotz seines jungen Alters hatte Spencer Mitte der 80er bereits einige Drehbücher für TV-Shows wie zum Beispiel Morg vom Org geschrieben. Nachdem NBCs Actionserie Hunter in den USA ein großer Erfolg wurde, wollte der Sender HBO eine Serie auf den Weg bringen, die eine Art Parodie auf diese Show darstellen sollte und wandte sich an Leonard B. Stern, den ehemaligen Produzenten der Serie Minimax. Stern empfahl dem Sender die Idee von Alan Spencer, von der er nur wusste, da Spencer einige Gags für den Minimax-Spielfilm Die nackte Bombe von 1980 schrieb. Spencer passte sein Originaldrehbuch an das Format einer halbstündigen TV-Serie an und legte es den Verantwortlichen von HBO vor. Doch die wollten die Hauptfigur mit Komikern wie Rodney Dangerfield oder Joe Piscopo besetzen, was Spencer kategorisch ablehnte. Schließlich erklärte sich der Sender ABC bereit, die Serie zu produzieren und Spencers erste Wahl, den Schauspieler David Rashi, für die Hauptfigur zu besetzen.
Allerdings bestand der Sender darauf, die Gewalt abzuschwächen, indem sie der Show einen sogenannten Laugh-Track hinzufügten, wie es sonst nur bei Sitcoms üblich war. Das fand Spencer zwar überhaupt nicht prickelnd, doch am Ende stimmte er den Bedingungen trotzdem zähneknirschend zu. Tja, damit war die Serie auf dem Weg und für den Herbst 1986 fest gebucht. Aber bevor sie auf Sendung gehen konnte, gab ihr das Schicksal noch einen ordentlichen Schubs. Und zwar in Form eines Chart-Hits. Ein großer Glücksfall für die Serie war es, dass kurz nach der Fertigstellung des Pilotfilms Peter Gabriels Song Sledgehammer ein Mega-Hit wurde. ABC nutzte den Titel natürlich für die TV- und Radio-Promotion der Serie und war auf diese Weise am Puls der Zeit. Laut Spencer war Peter Gabriel sogar bereit, den Song für die Serie lizenzieren zu lassen und ihn textmäßig anzupassen. Aber das Produktionsstudio New World Television lehnte die Bedingungen des Sängers ab. Und damit konnte die Serie nun endlich auf Sendung gehen. Das heißt, noch nicht ganz. Denn vorher musste der Sender noch einige Änderungswünsche anbringen. Der ursprüngliche Spruch, den Hammer im Intro sagen sollte, sollte lauten: Ich bin verrückt, aber ich weiß, was ich tue. Das lehnte das Studio jedoch ab, da sie es fragwürdig fand, die Hauptfigur einer Serie als verrückt zu bezeichnen. Außerdem sollte Hammer mit seiner Waffe direkt auf die Kamera feuern, so wie wir es aus dem Intro von Western von gestern kannten. Doch auch das wollten die Verantwortlichen nicht. Sie befürchteten, dass einige Zuschauer das als schockierend auffassen könnten und es sogar zu Herzinfarkten kommen könnte, wofür der Sender dann zur Kasse gebeten worden wäre. Trotzdem ging die Serie schließlich am 23. September 1986 bei der ABC auf Sendung. Und hierzulande wurde sie ab dem 8. Januar 1988 auf RTL Plus unter dem Titel Der Hammer ausgestrahlt. Ende gut, alles gut, könnte man jetzt meinen. Aber so leicht hatte es die Serie nun auch wieder nicht. Denn wenn ihr glaubt, so etwas wie ein Ausstrahlungschaos gab es nur bei uns im TV, dann irrt ihr ganz gewaltig. Ja, denn obwohl die Serie bei Kritikern und Publikum äußerst wohlwollend aufgenommen wurde, schmiss der Sender ABC sie im Sendeplan wild hin und her, was es den Fans der Show schwer machte, ihr zu folgen. Erst als die Serie Life with Lucy, die als große Comeback-Show für die damals 75-jährige Schauspielerin Lucy Ball geplant war, beim Publikum durchfiel, bekam Sledgehammer ihren Sendeplatz und zog von dort an bis zu 19 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Und so endete die Serie am 28.04.1987 in den USA. Eine zweite Staffel war nicht vorgesehen. Doch dann kam den Verantwortlichen etwas in die Quere, mit dem sie nicht gerechnet haben. Die Fans. Nicht die Fans, die Fans! Schon besser. Und Fans können mächtig sein. Mächtig angepisst, wenn man ihre Lieblingsserie absetzt. Die letzte Folge hatte so hohe Einschaltquoten und die Fanreaktionen waren derart positiv, dass der Sender in Windeseile eine zweite Staffel produzieren ließ. Sie hatten dabei nur ein klitzekleines Problem. Hammer hatte am Ende der ersten Staffel nämlich eine Atombombe hochgehen lassen und damit war eine Fortsetzung quasi unmöglich geworden. Was machten die Produzenten der Serie also? Sie legten die zweite Staffel als Prequel an und verlegten sie 5 Jahre in die Vergangenheit. Der Plan war es nämlich, so weitere Staffeln produzieren zu können, die am Ende an die erste Staffel anknüpfen könnten. So wäre die erste Staffel dann im Idealfall eigentlich zur 6. geworden, was wiederum keinen Sinn gemacht hätte, weil Hammer und Doro erst in der Pilotfolge einander vorgestellt wurden. Die zweite Staffel, welche ab dem 17. September 1987 ausgestrahlt wurde, litt erneut unter der Willkür der ABC-Bosse. Zum einen wurde das Budget zusammengeschrumpft und der Drehplan stark verkürzt, und zum zweiten bekam die Serie erneut einen äußerst undankbaren Sendeplatz, da der Sender sein Hauptaugenmerk auf die Serie Die Cosby Show legte. Weitere Kürzungen und der Zuschauerrückgang sorgten dann letzten Endes dafür, dass die Serie nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Tja, äußerst bedauerlich. Wer weiß, was aus dieser Serie noch alles hätte werden können. Denn die Schauspieler waren richtig gut. In der Rolle des Titelhelden war der Schauspieler David Rashi zu sehen.
Dies war auch seine bekannteste Rolle, obwohl er seit Ende der 70er in annähernd 100 Serien und Filmen zu sehen war. Wie zum Beispiel In Angriff ist die beste Verteidigung, Die City Cobra, Noch einmal mit Gefühl und Man in Black 3. Seine deutsche Stimme erhielt er von Hans-Jürgen Dittberner, der durch die Serie auch zur deutschen Standardstimme für David Rashi wurde. Ebenso wie für Christopher Reeve, Peter Gallagher und Patrick Duffy. Außerdem synchronisierte er Captain Future für das ZDF. Anne-Marie Martin, die die Rolle der Ermittlerin Dory Doreau übernahm, glänzte in ihrer Karriere vor allem in Nebenrollen. Doch wir konnten sie in Filmen wie Prom Night, Die Nacht des Schlechters, Halloween 2 oder Runaway, Spinnen des Todes an der Seite von Tom Selleck sehen. Sie wurde von Karin Buchholz gesprochen, die vor allem als die deutsche Stimme von Sigourney Weaver, Jessica Lang und Helen Mirren bekannt ist. Als den cholerischen Captain Trunk sahen wir Harrison Page. Er ist bereits seit Ende der 60er als Schauspieler tätig, doch Sledgehammer sollte seine bekannteste Serie bleiben, obwohl er auch in Ally McBeal und Jack im Auftrag der Ehre als wiederkehrender Charakter zu sehen war. Engelbert von Nordhausen lieh ihm sein unverwechselbares Sprachorgan. Er ist am bekanntesten als die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson, Gene Hackman und Bill Cosby. Außerdem sprach er noch Quack den Bruchpiloten in DuckTales und Skeletor in Masters of the Universe. Diese herrlichen Stimmen. Aber wisst ihr, was das Schönste ist? In diesem Fall leben alle Schauspieler und ihre deutschen Sprecher noch. Ist das nicht was? Ja, aber die 80er waren trotzdem geiler. Und wisst ihr noch was? Bonusinfos habe ich auch noch. Die ikonische Titelmelodie wurde von keinem anderen als Danny Elfman komponiert, der später zu Tim Burtons und Sam Raimis Stammkomponisten wurde und die Soundtracks zu Filmen wie Die Geister, die ich rief, Batman, Armee der Finsternis, Man in Black, Spider-Man oder 50 Shades of Grey kreierte. Hammers Waffe bezeichnet er im Original als seinen Amigo. Der Name Susi und die romantische Beziehung zu Salim Ballermann gibt es nur in der deutschen Fassung. Sie sind eine Erfindung des Synchronregisseurs Michael Novak, der auch die Dialogbücher zur Serie schrieb. Obwohl Dirty Harry die unbestreitbare Vorlage für Sledgehammer darstellt, mag Hammer die Filme nicht. Er empfindet sie als zu brutal. Im deutschen Intro sagt Hammer: Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Das war in den ersten drei Folgen allerdings noch nicht der Fall. Da sagt er nämlich: Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich mache. Auch die Reaktion des Kameramannes, der sich die Kugel einfängt, ist im Pilotfilm noch eine andere. Da schreit er nicht Autsch, sondern Nein. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich mache. Nein! Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich mache. Autsch! Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Autsch! Von Marvel Comics erschienen zwei Comichefte von Sledgehammer, in denen auch Spider-Man vorkommt. Diese Ausgaben waren als Werbung für die zweite Staffel gedacht und offenbaren, dass es sich bei Sledgehammer um einen Mutanten handelt. Obwohl ABC einen Love-Track unter die Folgen legte, um die Gewalt abzuschwächen, wurde dieser sowohl in fast allen Wiederholungen der Serie als auch auf sämtlichen erhältlichen DVDs wieder entfernt. Auch auf RTL Plus lief die Show damals ohne diesen Murks. Die Serie spielt in San Francisco. Dies wird nur im Piloten erwähnt, wo auch eine Zeitung aus San Francisco zu sehen ist. Diese wurde allerdings bereits während der Erstausstrahlung der Folge zensiert, da die Stadt nichts mit der Serie zu tun haben wollte. Für alle weiteren Episoden wurden extra angefertigte Zeitungen ohne Städtenamen verwendet. Das Schild am Polizeirevier wurde allerdings nicht entfernt. Wie bei so ziemlich allen US-Serien, so gab es auch bei Sledgehammer eine Nazi-Folge mit dem passenden Namen Nazis an der Uni. Bill Bixby, den wir als Dr. David Banner aus der Serie Der unglaubliche Hulk kennen, führte bei 8 Folgen der Serie Regie und hatte in der 8. Folge selbst sogar einen Cameo-Auftritt. Ebenso sahen wir in der Show noch weitere bekannte Gesichter, wie das von Brian James, Ray Walston, Kurt Fuller, Richard Moll, Armin Shimmerman, Sid Haig, Adam Ant, James Karen und John Vernon, der in der Pilotfolge seine Rolle aus dem ersten Dirty Harry Film aufs Korn nahm. So schließt sich der Kreis.
Wisst ihr, wie spät es schon wieder ist? Es ist schon fast Sonntag. Und jeden Sonntag gibt es den Loser-Lausch auf unserem Zweitkanal Loser Insight mit euren Fragen und noch mehr Infos zu Sledgehammer. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bei all meinen Unterstützern herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein grandioses Wochenende mit lieben Menschen, die euch gut tun. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde, wenn ich einen Grund finden würde, es nicht zu tun. Und den nächsten Beitrag gibt's am Freitag, das lasse ich jetzt drin.